Ausbau der Windkraft. Das ist ein Konflikt, den es auch hier in Rheinland-Pfalz immer wieder gibt. Aktuell zum Beispiel im Wildenburger Land, ganz im Norden von Rheinland-Pfalz. Naturschutzverbände und Bürger protestieren gegen Windkraftpläne in Friesenhagen. Da hinten soll hinkommen, was gemeinhin als Energiewende bezeichnet wird. 7 Windräder auf der Steger Höhe, so der Wunsch des Landkreises Altenkirchen. Noch aber dreht sich hier rein gar nichts, denn die Wirklichkeit, sie geht so. Protest und Widerstand. Bürgerinitiative, Anwohner, die Gemeinde, sie alle wollen die Windräder hier nicht haben. Durch die Erschließung dieser Standorte wird es natürlich zu einer Zerschneidung der Landschaft kommen, zu Störungen und so weiter. Und das ist ein Problem auch und eine hohe Belastung eben für die Tierwelt und für die Menschen, die auch hier wohnen. Zum Teil werden die Windanlagen im Bereich, in der Entfernung von 500, 600 Meter zu Wohnhäusern stehen. Es ist der alte Konflikt. Energiewende ja gerne, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Das Wildenburger Land sei ein Hotspot für Artenvielfalt und unzerstörte Lebensräume, argumentieren die Gegner und haben Widerspruch gegen den Bau der 7 Anlagen eingelegt. Der Landkreis Altenkirchen will trotz der Proteste am Bau festhalten, teilt er uns schriftlich mit. Möglich ist dies in einem Landschaftsschutzgebiet aufgrund der kürzlich beschlossenen Novelle des Erneuerbaren Energiegesetzes. Ziel, den Windkraftausbau beschleunigen. Wir halten das für völlig unverantwortlich, weil dadurch der Schutzzweck, der diese Gebiete haben soll, völlig ad absurdum geführt wird. Im Grunde genommen sieht es durch die gesetzlichen Veränderungen aus, durch die Änderung des EEG, aber auch des Bundesnaturschutzgesetzes so, dass der Naturschutz in Deutschland ausgeschaltet worden ist. Und so zeigt sich hier im Wildenburger Land, was auch anderswo zu beobachten ist. Die Energiewende stockt. Ob sich auf der Steger Höhe in naher Zukunft Windräder drehen, kann derzeit niemand sagen. Seit dem Angriff der Hamas auf